Nach dem Brand einer Dachgeschosswohnung in einer Doppelhaushälfte in der Brüder-Grimm-Straße in Marburg am Dienstagabend fahndet die Polizei nach einem 50 Jahre alten Mann türkischer Herkunft. Er steht im Verdacht, den Brand verursacht zu haben. Ja, zunächst mal war nicht ganz klar, was los ist in dem Haus. Es hieß, es wäre jemand, der das Haus angezündet hat und auch gewaltbereit war. Und deswegen konnten wir im ersten Moment nicht den Innenangriff starten. Wir mussten erst mal für die Einsatzkräfte eine Sicherung vornehmen. Der gesuchte Mann flüchtete laut Zeugenaussagen aus dem Haus, kurz nachdem dort das Feuer ausgebrochen war. Als wir hier eingetroffen sind, hat tatsächlich oben das Obergeschoss im Vollbrand gestanden und es wurde im ersten Moment vermutet, dass noch jemand im Haus ist, aber das hat sich dann schnell bestätigt nach schnellem Absuchen der einzelnen Etagen, dass keiner mehr im Haus sich befunden hat. Durch den Brand wurden alle Etagen des Hauses unbewohnbar. Einsatzkräfte des ersten Zuges der Feuerwehr Marburg waren etwa 2 Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Nach Einschätzungen der Polizei entstand ein hoher Sachschaden im 6-stelligen Bereich. Zum mutmaßlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor. Nach Angaben der Polizei ist der Mann mit hoher Stirn an beiden Armen tätowiert. Er hat einen Haarkranz aus kurzen, graumelierten Haaren und eine auffällig große Nase. Bei der Flucht trug er ein helles Hemd mit dunklem Muster und sein Gesicht war schwarz vom Ruß. Bis in den späten Dienstagabend war ein Polizeihubschrauber an der Fahndung nach dem Verdächtigen beteiligt. Während der Löscharbeiten mussten auch die Bewohner der Nachbarhäuser für kurze Zeit ihre Wohnungen verlassen. Die Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen zur Brandursache und zu möglichen Tatmotiven aufgenommen.